Punkt 2. Die Schlüsse der Massen. Dass die Massenfolgerungen nicht zugänglich seien, kann man eigentlich nicht sagen. Aber die von ihnen verwendeten Argumente und jene, die auf sie zu wirken vermögen, sind in logischer Beziehung so untergeordneter Art, dass man sie nur per Analogie als Schlüsse qualifizieren darf. Wie die höheren, so beruhen auch die niederen Schlussfolgerungen der Massen auf Assoziationen. Aber die von den Massen assoziierten Gedanken lassen kein anderes Band als das der Analogie oder der Sukzession erkennen. Sie verketten sich wie jene des Eskimo, der aus Erfahrung weiß, dass das Eis ein durchsichtiger Körper im Munde schmilzt und daraus schließt, das Glas, ebenfalls ein durchsichtiger Gegenstand, müsse auch im Munde schmilzen. Oder wie jene des Wilden, der sich einbildet, wenn er das Herz eines tapferen Feindes verzerrte, erwerbe er dessen Tapferkeit. Oder auch wie jene des Arbeiters, der von seinem Chef ausgebeutet wurde und nun ohne weiteres schließt, alle Unternehmer seien Ausbeuter. Assoziationen zwischen ganz ähnlichen Dingen mit nur Oberflächenbeziehungen und eilfertige Verallgemeinerung von Einzelfällen. Das sind die Merkmale des Massendenkens. Schlussfolgerungen solcher Art sind es, was ihnen durch jene dargeboten wird, die sie zu behandeln wissen. Es sind auch die einzigen, die auf sie Einfluss haben können. Eine logische Schlusskette ist den Massen gänzlich unbegreiflich und deshalb darf man behaupten, dass sie nicht oder falsch schließen und durch Logik nicht zu beeinflussen sind. Oft staunen wir bei der Lektüre über die Schwäche gewisser Reden, die gleichwohl auf die Massen, vor denen sie gehalten wurden, einen ungeheuren Eindruck gemacht haben. Aber man vergisst, dass sie dazu bestimmt waren, Mengen hinzureißen, nicht aber von Philosophen gelesen zu werden. Der Redner, der mit der Masse in innigem Kontakte steht, weiß die Bilder hervorzurufen, durch die sie verführt werden. Gelingt ihm dies, so ist sein Ziel erreicht, und 20 Bände Reden wiegen die wenigen Phrasen nicht auf, die in das zu besiegende Gehirn eindrangen. Es ist überflüssig zu bemerken, dass die Unfähigkeit der Massen zum richtigen Schließen sie jeglicher Spur kritischen Geistes beraubt, so dass sie nicht imstande sind, Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden und irgendetwas scharf zu beurteilen. Die von den Massen angenommenen Urteile sind nur eingeflößte, niemals geprüfte Urteile. In dieser Beziehung erheben sich sehr viele Menschen nicht über die Masse. Die Leichtigkeit, mit der gewisse Meinungen allgemein werden, hängt vor allem mit der Unfähigkeit der meisten Menschen zusammen, sich aufgrund ihrer eigenen Schlüsse eine besondere Meinung zu bilden.